Wir machen bei Bits und Bäume mit, weil wir tatsächlich zwei große Herausforderungen im Moment für die Gesellschaft sehen, die auf der einen Seite verunsichern, aber auf der anderen Seite auch große Chancen bieten. Das ist die Digitalisierung zum einen und das ist aber auch der Klimaschutz und Nachhaltigkeit zum anderen. Beides Entwicklungen, die diese Gesellschaft massiv umwälzen werden. Da ist dann einfach die Frage, lassen wir es passieren oder gestalten wir es aktiv? Und wir wollen es aktiv gestalten, weil nur wenn man beides zusammendenkt und beides zusammen, durch beides Zusammendenken nochmal Mobilität ganz neu erfindet, wenn man durch beides zusammen den Alltag neu erfindet, Lebensziele neu erfindet, dann wird da ein Schuh draus, dann werden wir unsere Nachhaltigkeits- und Klimaziele auch erfüllen. Gerade bei der Verkehrswende sehen wir große Chancen durch die Digitalisierung. Ich war vor ein paar Jahren bei VW eingeladen, um dort über die Zukunft der Mobilität zu reden. Und während die einfach über 100 Milliliter weniger Benzinnutzung nachgedacht haben, habe ich die Forderung aufgestellt, lasst doch mal darüber nachdenken, verkauft mir Mobilität. Verkauft mir Mobilität und nicht Blech. Ich möchte das eine Wochenende, möchte ich mit meiner Familie tatsächlich mit dem Camper in den Urlaub fahren. Am nächsten Wochenende möchte ich mit meiner Frau mit einem schicken Schlitten vielleicht einmal ins Theater fahren. Und im Alltag brauche ich gar kein Auto, weil da bin ich mit Fahrrad und Bahn gut unterwegs. Was ich brauche, ist tatsächlich Mobilität. Und da tatsächlich mal über zum Beispiel eine App nachzudenken, die mir diese Mobilität ermöglicht und nicht darüber nachzudenken, wie stelle ich mir 1,5 Tonnen Blech vor die Haustür. Das wird die Zukunft sein, die die Digitalisierung uns da ermöglichen kann. Auf der einen Seite erleben wir, wie die Digitalisierung neue Sharing-Teilmodelle ermöglicht. Dadurch kommt es ja aber im Moment tatsächlich, das sehen wir auch, zuerst mal zu einer Mehrnutzung. Ne? Leute, die vorher eben kein Auto hatten, für die ist es dann plötzlich einfach mal auf so einen geliehenen Smart zurückzugreifen. Da müssen wir gucken, dass wir da in eine Balance kommen auf der einen Seite. Und das weitaus größere Problem, was ich da aber im Moment sehe, ist, dass die Digitalisierung da so einen Turbokapitalismus ermöglicht, der tatsächlich auch reguläre sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze vernichtet. Also wenn ich mir zum Beispiel anschaue, was Uber tatsächlich gerade mit dem Taxigewerbe macht, dann ist das ein Problem und dem müssen wir auch Einhalt gebieten, nicht nur aus ökologischer, sondern auch aus sozialer Sicht. Ich glaube schon, dass die Digitalisierung und ihr Eindringen in unseren Alltag auch große Veränderungen nicht nur in unseren Alltag, sondern auch tatsächlich für unser Umweltverhalten bringen kann. Uns Ökos wird ja manchmal vorgeworfen, so ein bisschen technikfeindlich zu sein. Ich glaube, dass das ein Vorurteil ist. Das sind wir überhaupt nicht. Ich zum Beispiel habe mal tatsächlich einen dieser CO2-Rechner auf dem Handy ausprobiert mit meinen Studierenden. Und zwar nicht einfach, um ein bisschen mit Technik zu spielen, sondern um mit ihnen gemeinsam zu überlegen, wie CO2-intensiv ist denn mein Alltag? Und dann gemeinsam zu überlegen, indem da jeder mal so seinen Tag durchtestet, wie viel CO2 steckt in der Käsescheibe, wie viel CO2 steckt in dem Schnitzel, worauf kann ich verzichten, worauf kann ich nicht verzichten. Also da tatsächlich sich auf der einen Seite nicht zur Sklavin oder zum Sklaven von Technik werden zu lassen, sondern die so zu nutzen, dass ich gemeinsam meinen Alltag reflektieren kann und dadurch tatsächlich auch zu einer klimafreundlicheren Lebensweise kommen kann.